Herzlich willkommen zu dem Videokurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. Im letzten Video haben wir gesehen, wie wir Labels auf den Bildschirm bringen und in unser kleines Hauptfenster. Und in dieser Folge werden wir uns ansehen, wie wir einen Button, einen Knopf auf den Bildschirm bringen. So, auch das ist keine schwierige Sache. Und im nächsten Video werden wir uns dann anschauen, wie wir diesen Knopf mit einer Funktion versehen. Aber das kommt erst im nächsten Video. So, wir gehen in unser Hauptprogramm hinein. Wir haben uns zwei Labels erstellt und ich möchte jetzt einfach mal einen Button dazusetzen. So, und das mache ich ganz einfach. Ich nehme wieder irgendeine Variable, in diesem Fall einfach nur ein B. Das kann man machen, solange das Programm klein und übersichtlich ist. Und es ist genau dasselbe, was ich beim Label zu tun habe. Ich muss erstmal den Master bestimmen, also das darüber liegende Fenster. Und auch das werden wir sehen, dass das nicht immer unser Hauptfenster sein muss. Und ich gebe einfach einen Text wieder ein und schreibe da drauf Knopf. So. Und wie ihr sicherlich erahnt, muss auch das auf den Bildschirm gebracht werden. Und auch das passiert mit dem Befehl pack, der durch einen Punkt dahinter gesetzt wird. Gut, so, das speichern wir ab und lassen das laufen. Und jetzt sehen wir hier, haben wir zwei Labels und einen Knopf. Und der Knopf ist, naja, gut, er tut ja noch nichts, ne? So, damit haben wir aber gezeigt, dass wir Knöpfe auf den Bildschirm bringen können. Und ich zeige euch jetzt noch eine andere Sache, nämlich ich tippe mal hier in dieses Pack. Das ist immer so unschön, wenn das alles untereinander steht. Und ich packe jetzt hier mal ein LB oder Side ist gleich Left. Und wir schauen uns mal an, was das macht, wenn ich den Pack-Befehl mit einer Variable übergebe. So. Und jetzt seht ihr hier, ja, ihr seht es nicht, seht ihr hier, er hat mir das Hallo auf die linke Seite gegeben und auf der rechten Seite sitzen jetzt Welt und Knopf. Nicht unbedingt schön, aber zumindest haben wir eine Idee davon, was damit passieren kann. Und jetzt zeige ich euch gleich noch das nächste und zwar pack hier unten rein, Side ist gleich Bottom. So, und ihr ahnt schon, wenn es ein Side gleich Left gibt, dann gibt es auch ein Side gleich Right, ein rechts oder auf die rechte Seite zu setzen. Und wenn es ein Bottom gibt, also eine Unterseite oder Boden, dann gibt es auch ein Top, ein Oben, TOP geschrieben. So, wir gucken uns mal an, was das macht. Und ihr seht gar nichts. Es macht gar nichts mehr, weil das jetzt schon nicht mehr richtig angezeigt werden kann. In dem Sinne, so. Dazu braucht es dann komplexere Formatierungen. So. Ihr könnt damit ein bisschen herumspielen. Mal gucken, was das sonst noch so macht. Es gibt schönere Möglichkeiten, etwas mit einem Layout zu versehen. Und hier seht ihr zum Beispiel, jetzt steht alles nebeneinander. Das sieht auf jeden Fall freundlicher aus. Gut, so. Aber das zeige ich euch alles nochmal ganz genau. Wir löschen das Ganze erstmal wieder heraus. Damit wir das einfach schön untereinander haben. So, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, euch ist einiges klarer geworden. Ihr wisst jetzt, wie man einen Button auf den Bildschirm bringt. Und beim nächsten Mal zeige ich euch, wie man den dann auch funktionieren lässt. Denn wozu setzt man sonst Button in sein Fenster hinein? Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt bitte einmal einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.